Wenn ich jetzt die Kamera ausrichten will, starten wir den Pole Master. Ja. Vollbild. Connecten zur Kamera. Okay. So, dann wollen wir mal schauen, was haben wir denn da? Heller, genau. Machen wir mal heller. Was haben wir hier? Ja, was ist die maximale Helligkeit? Aha. Ja, sehr schön. Woran sehe ich jetzt, dass das da in der Mitte schon der Pol ist? Hier unten, hier ist so dieses komische Dreieck. Ja, die sind eigentlich sehr, sehr schön zu erkennen. Und der Nordpol selber hat hier links auch nochmal so einen kleinen Stern, also der Polarstern. Ne? Das hier ist also Polaris. Und dann haben wir hier noch diesen kleinen Stern dabei. Und dann haben wir hier dieses Dreieck, dann weiß ich ja. Ich habe jetzt die Ausrichtung schon ein paar Mal gemacht. Aber war auch am Anfang direkt Polaris war tatsächlich zu sehen. Also das ist eine gute Sache. So, dann wollen wir mal gucken. Habe ich gemacht. Ich gehe mal wieder ein bisschen zurück. Ich nehme hier mal eine 100. Da eine 70. So. Nur man sieht jetzt ja immer noch hier die Sterne, auf die es ankommt. Die sind jetzt sogar ein bisschen besser. Ein bisschen klarer. Also, los geht's. Wie viel Uhr haben wir jetzt? 0 Uhr 11. Finished. Double click Polaris and use the rotate slider. Da ist Polaris. Klack. And use the rotate slider until bis da was matcht mit den Sterndingern. Ne? So, mal gucken. Irgendwie matcht da noch nichts. Ne? Gehen wir hier rüber. Das da. Ja, jetzt sieht es doch noch was aus. Ne? Klack. Jetzt sieht man. Da ist es, da sind die Sterne drin. Ein bisschen noch weniger, nein, ein bisschen mehr. Ja. Nochmal ein bisschen mehr. Dann geht's wieder. Ja, das wäre auch noch okay. Ne? Ich gehe wieder ein zurück. Das gefällt mir besser. Success. Nee, das vom letzten Mal will ich nicht nehmen. Choose a star other than Polaris. Ja, dann nehmen wir doch mal den da, ne? Oh, da fliegt gerade ein Satellit durch. Sieht man das? Direkt an Polaris vorbei. Ja. So, dann nehmen wir doch mal den hier. Möglichst gut zentrieren hier. Ja, Doppelklick. Gut. 30 Grad, mindestens 30 Grad. Nach rechts drehen. Dann muss ich das kleine Rädchen hier lösen. Habe ich schon. So, und jetzt nach rechts drehen. Das ist so. Genau. Mindestens 30 Grad. Also sagen wir mal. Mindestens habe ich gemacht. Finish. Double click the same star. Also bitte hier unter die Maus. Genau. Es geht exakt. Double click. Und nochmal 30 Grad. Stoße ich gerade irgendwo an.
hier ein bisschen wackelig. Ja? Wieso stößt man da an? Ist da? Weiter geht's anscheinend nicht. Na gut. Interessant. Ich kann die also nicht beliebig im Dreieck um sich selbst drehen. Ne? Na gut, so. Wieder den Stern auswählen. Nicht so leicht mit diesem Pad. Double-Click. Habe ich? Double-Click. Double-Click, hallo. Double-Click. Okay. Finished. Ach so, jetzt Double-Click. Mann, Mann, Mann. Naja. Man sollte lesen, ne? So, jetzt haben wir hier diesen wunderbaren Kreis. Jetzt gehen wir wieder zurück. Bleibt dieser Stern auf dem Kreis? Nicht so richtig, ne? Ja, nee. Ich hatte hier nämlich nicht alle Schrauben festgedreht. Das ist halt so doof. Man soll nur die lösen, die man lösen möchte. Ne? Das heißt, ich werde das jetzt wiederholen. Reset. Ich gehe erstmal wieder zurück. So, dann gehen wir mal hier hin. Ne? Das ist doch auch schön. Also. Reset. Das habe ich doch noch nicht gemacht. Also. Ah ja, okay, ne, dann ist ja gut. Dann jetzt direkt Step 1 noch einmal. Dahin. Na. So, dann bewegen. Double click the same star. Gut. Noch einmal drehen. Mal Doppelklick. Nee, erst Finish. So, jetzt Doppelklick. Die Schritte sind also wirklich sehr genau vorgegeben. Okay, so, dann wollen wir mal gucken. Bleibt der Stern jetzt drauf, wenn ich zurückdrehe? Ja, ne, guck mal, das ist doch schön. Das lasse ich hier gerade los. So, hab wieder zurückgedreht. Wunderbar auf der Linie geblieben, ne? Correct. Oh, schöner Satellit mal wieder da oben. Wieder durchgeflogen. Double-Click Polaris. Noch ein Satellit, direkt an Polaris vorbei. So, Double-Click und Polaris. Ah ja, und das Template wieder drehen.
muss ich hier zurück. So, wie sieht es da oben aus? So ist am besten, ne? Ja. Success. Okay, und jetzt jetzt soll Polaris da rein. Ja, in die Mitte des Small Rotating Circle. Ups. Jetzt bin ich ganz weit weg wieder. Und noch viel zu weit weg. Okay. Ja, man muss die richtigen Schrauben lösen, das bringt sonst nichts. Vorsichtig anziehen. Ganz schön, gar nicht so leicht. So. Das ist doch mal gut genug, ne? Wollen es mal nicht übertreiben mit der Genauigkeit hier. Okay, finished. Double click Polaris. And use the rotate slider. Okay. So. Sieht okay aus. Start Monitor. Altitude and Azimuth Bolts to Move. Also jetzt das Grüne über das Rote. Ja.
Also die Dinger hier, dieses Rädchen, diese Rädchen an dem haben ein gewisses Spiel. Also wenn ich jetzt irgendwas hier festzurre, na, dann verändert sich die Position ja wieder. Das ist doch mal gut genug. Jetzt muss doch mal reichen, ne? Ist nicht hundertprozentig, aber ja, so funktioniert es halt, ne? Okay, finished. Ja, und das war's dann auch schon. Muss man ein bisschen üben. Ich denke mal, auch wenn da das Gewicht drauf ist, wird das Ganze noch ein bisschen einfacher sein. Ich habe jetzt nichts montiert, weder Objektiv noch Gegengewichte. Und wenn da mehr Gewicht drauf ist, dann wird das, glaube ich, auch nicht so leichtgängig sein in der Just in der Hin- und Herspringerei. Ne? Ja. Na gut, hat jetzt ein bisschen länger gedauert und so funktioniert es. Ne? Jetzt können wir noch gucken, ob noch ein paar Satelliten kommen, aber es ist schon 12:30, also ich denke, ich fahre jetzt nach Hause. Denn Gewichte und Objektiv habe ich jetzt nicht mitgenommen, ich wollte erstmal nur ein bisschen üben. Disconnect.